Also wie gewünscht werde ich jetzt in Zukunft Angebote schreiben für die für meine Auffassung wirklich erforderlichen Arbeiten an diesem Fahrzeug. Zunächst einmal zeige ich hier nochmal den Lenkhebel, den wir angefertigt haben, hier schön schwarz lackiert. Aber eben dieser Lenkhebel wird angetrieben von diesem Hydraulikzylinder und der ist schon mal undicht und unter Umständen auch gar nicht richtig dimensioniert. Da komme ich gleich noch zu. Hier sind Ölflecke, ich fülle schon kein Öl mehr nach, weil das mir den ganzen Hof einsaut. Die Leitungen gehen hoch zu einem sogenannten Drehservo. Und da über sieht man in Gelb die entsprechende Pumpe. Ein Hydraulikspezialist, mit dem ich zusammenarbeite, hat schon die Vermutung geäußert, dass unter Umständen die Pumpe gar nicht die Leistung bringt, um so eine hydraulische Lenkung zu betätigen. Darüber hinaus ist der Einbauort für dieses Drehservo absolut unglücklich. Man hat da ja kaum Platz. Hier ist die Lenkstange als Verbindung zum Lenkrad. Viel einfacher wäre das Lenkrad direkt auf das Drehservo zu setzen. Das heißt also, dieser Drehservo würde im Armaturenbrett verbaut und nur noch Leitungen nach unten zum Stempel. So, gehen wir mal weiter. Bremsen. Wie man da an dem Reifen unschwer erkennen kann, läuft Bremsflüssigkeit aus. Nachdem wir das Bremssystem einmal befüllt und entlüftet haben, wissen wir jetzt, dass hier in dieser Bremstrommel ein Hydraulikteil, hier oben sieht man einen Entlüfternibbel, ein Hydraulikteil undicht ist. Wir werden dafür also den Reifen runternehmen müssen und reingucken müssen, wie sieht das Hydraulikteil aus, können wir das als Ersatzteil bekommen oder können wir es instand setzen. Die Möglichkeiten habe ich, wenn es dafür Teile gibt, weil bis jetzt konnte ich noch nicht identifizieren, wer der Hersteller dieser Achskomponenten ist. Scheint irgendwas Osteuropäisches zu sein. So, die vordere Bremse alleine reicht meiner Meinung nach nicht aus. An der Hinterachse erkennt man allerdings, dass die hintere Bremsbetätigung stumpf abgeflext worden ist. Das sind Drehnocken, an denen normalerweise eine Druckluftbremsanlage angeschlossen ist. Und wie man auch hier gut sehen kann, die wurden brutalst entfernt. So ist die Hinterachse überhaupt nicht gebremst. Aber eine Druckluftbremsanlage nachzurüsten wäre völlig überrissen. Einen hydraulischen zweiten Bremskreis haben wir ja sicherlich in dem System, den wir nutzen können. Mein Vorschlag wäre, hier eine Bremsscheibe zu adaptieren. Das muss ich anfertigen. Das ist also auch schlecht zu kalkulieren. Aber es nützt ja nichts. Die Hinterachse sollte schon irgendwie gebremst werden. Hier ein Bremssattel, hier ein Halter anbauen, dass hier ein Bremssattel hinkommen kann, um dann die Hinterachse über die Kardanwelle zu bremsen. Das ist machbar und in keinster Weise verwerflich. Ist mindestens genauso gut wie die Radbremsen. Wird bei Baumaschinen auch gerne so gemacht. Dann des Weiteren sehen wir hier das Verteilergetriebe, was schon mal verschlimmbessert worden ist. Man hatte wohl festgestellt, dass der Neigungswinkel der Kreuzgelenke verkehrt war. Deswegen hatte man den Käfig, wo das Verteilergetriebe drin sitzt, schon mal herausgetrennt und dann mit einfachsten Mitteln schräg wieder reingeflickt, um einen anderen Neigungswinkel hinzukriegen. Nun hat das ja in dieser Stellung wohl funktioniert und würde wahrscheinlich auch erstmal weiter funktionieren. Aber wie ich dieser Zahl entnehmen kann, steht es auf dem Kopf. Das heißt, eine so wie vorgesehen eingelegte Schmierung ist da drin nicht gegeben. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das irgendwie einen Schaden verursacht. Apropos, hier oben sehe ich gerade eine Abtriebsbremse als Handbremse. Und in dem Sinne würde dann hier auch eine Hinterradbremse funktionieren. Das ist also kein Thema. Soweit zu den wichtigsten Arbeiten, die wirklich gemacht werden müssten, Bremse und Lenkung. Man könnte jetzt noch in diese Lücke zum Beispiel die Auspuffanlage hoch verlegen. Eben diese Geschichte mit dem Verteilergetriebe wäre mal interessant zu verfolgen.
Es fällt auf, dass keine Stoßdämpfer verbaut sind, weder vorne noch hinten, aber das soll ja wohl so gewollt sein, damit das Ding ordentlich schaukelt und die Leute nicht so schnell fahren. Eine Einstiegshilfe hatte ich mir überlegt, die man hier über einen Mechanismus in der Karosseriesäule versteckt, die man rausziehen kann, um hier so eine Art Steigbügel zu haben. Hier sieht man nochmal die von mir eingesetzte Heckscheibe. Das ist jetzt eine Echtglas originale Heckscheibe, eingeklebt. Von Dennis war gewünscht, die Sitzaufhängung zu ändern, zumal die ja auch abgebrochen ist. Bei den Schweißnähten ist das ja auch kein Wunder. Mal weiter gucken, hier vorne ist die Stoßstange scharfkantig und so weiter. Ist nicht so optimal. Der Lenkeinschlag wird begrenzt über diese Rahmenkonstruktion, da wird man auch nicht viel ändern können. Allerdings könnte man sich überlegen, einen Anschlag einzubauen, dass die Reifen da gar nicht erst gegenkommen. Kamera-Rundumsicht ist auch nicht so die optimale Lösung. Hier diese Bremsleitung, die hier so freischwingend aufgehängt sind, können auch leicht abgerissen werden. Ich würde da auch schon überlegen, ob es da nicht bessere Möglichkeiten gibt. Mir fällt aber auch gerade aus dem Stegreif keine ein. Hier haben wir Tigerlan-Leitung für den Tank eingebaut, weil die dort verwendete Kraftstoffleitung garnummantelt undicht wurde. Das ist bei diesen garnummantelten Leitungen leider immer der Fall. Das ist ein Produkt, was ich nicht mehr verwende. Ja, Motorleistung fand ich nicht so berauschend, aber das kann man noch mal genau ausprobieren, wenn alles richtig funktioniert. Ja, soweit so gut. Ich schreibe dazu jetzt mal das Angebot zurecht und dann gibt es da vielleicht weniger Rückfragen.